Hallo meine Lieben und willkommen zu einem wundervollen neuen Mod-Video. Heute geht es um den Live-Drama-Mod von Sacrificial Mods. Oh, dieses Wort ist ein Zungenbrecher. Was macht und kann dieser Mod? Im Endeffekt ist es ein Mod, der Drama, Drama, Drama in euren Spielstand bringt. Denn, wie es der Name schon sagt, es geht um das Lebensdrama. Und das werde ich euch heute mal näher bringen. Wir sind bei der Familie Schäfer. Die Familie Schäfer besteht aus einem Ehepaar, einem Kind und einem Toddler. Und es gibt insgesamt 11 verschiedene Lebensdramen, die auftreten können. Und die werde ich euch jetzt mal ein bisschen näher bringen. Und zwar ist es so, dass im Endeffekt diese Dramen eure NPCs erleben. Also um euch herum passiert Drama und ihr könnt entscheiden, wie geht ihr damit um, helft ihr nicht. Ihr könnt also, wenn ihr auf den Sim drauf geht, habt ihr hier Lives Drama. Ich habe es jetzt leider keine deutsche Übersetzung so leicht gefunden. Also ich habe eine gefunden, aber gerade funktioniert sie nicht. Und ihr könntet entscheiden, ob ihr quasi Reaktionen zulassen wollt oder nicht zulassen wollt. Wenn ihr zum Beispiel Disable nehmt, dann passiert vielleicht Drama um euch herum, aber euer Sim reagiert darauf nicht. Ich werde das jetzt mal aktivieren, also erlauben, dass sowas passiert. Und es ist so, dass euren Sims persönlich es nicht passiert. Könnt jetzt zum Beispiel selber gewisse Sachen aktivieren. Es werden NPCs um euch rum, also die Leute, die in eurem Spiel so rumhuschen, die ihr nicht spielt, werden also dann plötzlich auf öffentlichen Grundstücken oder auch hier bei euch auftauchen und es werden gewisse Dramasituationen passieren. Und die gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Also wir werden jetzt einfach mal auf ein öffentliches Grundstück reisen. Da haben wir nämlich die Chance, dass so etwas passiert, ist natürlich viel, viel, viel höher. Ah, guck mal. Dann gibt es die Situation, eine Braut, die sich nicht traut. Also eine Braut, die quasi von ihrer eigenen Hochzeit flüchtet. Diese Situation seht ihr gerade und das könnt ihr halt auch, wenn ihr gerade auf euer Live-Drama geht, seht ihr, diese Situation passiert gerade. Also im Endeffekt laufen dann einfach irgendwo Bräute durch die Gegend in ihrem Hochzeitskleid und rennen von ihrer eigenen Hochzeit weg. Und dann ist es so, dass auch kurz danach der Bräutigam ankommt und natürlich seine Braut sucht. Okay, ich habe natürlich, da ist er. Der sucht natürlich seine Braut. Da seht ihr auch, Groom, Bräutigam. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Also es ist im Endeffekt eigentlich eine Animation, die abläuft, die passiert. Dann gibt es die Situation, Lost Toddler Situation. Das ist eine Situation, wo ein Kleinkind auftaucht in der Welt und total verzweifelt ist, weil dieses Kleinkind im Endeffekt seine Eltern verloren hat. Da seht ihr es. Ihr könnt dann quasi hingehen und könnt sagen, okay, ich rufe die Eltern an. Das heißt, ihr seht das und sagt, ach Mensch, kleines Kind, was ist denn passiert? Und ich helfe dir. Dann informierst du sozusagen die Eltern. Und dann seht ihr auch, dass gleich schlagartig der Vater auftaucht und natürlich unfassbar dankbar ist, dass wir sein Kind gefunden haben und die beiden wieder zusammengeführt haben. Kann auch für Storytelling sehr spannend sein, wenn sowas mal auftaucht und ihr helfen könnt. Dann gibt es, das seht ihr hier gerade, das passiert halt auch gerade, die Gang-Up-Situation. Also das heißt im Endeffekt, ein böser Mensch, der einem anderen Menschen, einem Opfer Leid zufügen will. Also einfach nur jemand, der quasi, eigentlich könnte man es auch als Mobben sehen. Also jemand, der im Endeffekt den anderen mobbt, ärgert, ja, nicht nett. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, da auch dazwischen zu gehen und es zu beenden, indem ihr ihn nach Hause schickt und dem anderen damit quasi geholfen habt. Also auch eine Sache, wo ihr, wenn ihr das in der Welt seht, sagen könnt, nein, lässt du das bitte? Jetzt sofort? Ich glaube, es reicht. Dann seht ihr auch schon die nächste Situation, die passieren kann. Ein Mensch, der in Flammen steht. Er taucht plötzlich auf und ist on fire und ihr habt die Möglichkeit, ihn zu löschen. Ja, lösch ihn, bitte. Also ihm zu helfen, damit ihm halt nichts passiert und er überleben kann.
Ihr habt jetzt ihm sozusagen das Leben gerettet. Dann gibt es noch eine Situation, und zwar die Exposed Cheetah Situation. Da ist es im Endeffekt so, dass ihr oder dass jemand, ein Pärchen, sich heimlich trifft, sich küsst, der eine von den beiden aber vergeben ist und ihr quasi diese Situation seht. Also im Endeffekt läuft da etwas ab, was nicht in Ordnung ist, was nicht sein soll. Da seht ihr es. Da ist der Cheater, da ist die andere. Beide flirten miteinander. Und im Endeffekt wurde der eine erwischt dabei, wie er sich mit diesem Menschen getroffen hat, von seinem Partner. Und ja, es ist halt einfach eine Betrogensituation, ne? Die auch sehr viel Drama hervorruft. Dann gibt es eine Situation, die hat mich früher wahnsinnig gemacht. Wirklich wahnsinnig. Die Troublemaking Kids Situation. Also, einfach nur schrecklich. Es ist im Endeffekt, ist es ein Kind, was auftaucht und die ganze Zeit nur Stunk macht. Das ist es bestimmt, ne? Ja. Dieses Kind taucht auf und ärgert und mobbt die ganze Zeit irgendwelche Leute. Dieses Kind macht einfach nur Stunk. Dieses Kind taucht dann halt auch bei euch zu Hause auf und macht die ganze Zeit nur Ärger. Seht ihr, es ist beleidigt, es ist frech, es macht Faxen. Also dieses Kind ist einfach nur anstrengend. Jetzt haben wir schon wieder diese Situation. Sogar zweimal. Dann haben wir die Robber-Situation, also im Endeffekt jemand, der klaut. Der kommt dann vorbei und klaut dir aus deiner Tasche Geld. Oder halt woanders. Seht ihr, der läuft dann durch die Gegend und klaut Sachen, was natürlich privat zu Hause echt ätzend sein kann, weil der die ganze Zeit dir irgendwo Sachen klaut. Ihr könnt auch dann im Endeffekt mit dem diskutieren, aber ob das so sinnvoll ist, probiert es selbst. Die nächste Situation, die es gibt, ist die, dass ihr eine Frau bei euch habt, die in den Wehen sitzt. Ihr wird also gleich eine Hochschwangere, da ist sie, taucht auf und hat extreme Schmerzen, weil sie im Endeffekt ganz, ganz dringend ins Krankenhaus muss und in den Wehen liegt. Und dann könnt ihr die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich bringe sie ins Krankenhaus. So, dann seht ihr auch, dass ihr sie mit begleitet. Der Sim geht in ein Rabbit Hole und sie taucht dann wieder auf und hat im Endeffekt eine Geburt miterlebt. Also wir reisen jetzt einmal nach Hause. Da können wir das dann alles nochmal ein bisschen einfacher sehen. So, dann können wir jetzt hier nochmal eine flirty Situation haben. Die können wir uns jetzt nochmal angucken. Da seht ihr dann. Dann sind das einfach Pärchen, die auf offener Straße sich die Liebe erklären, die knutschen, die sich gern haben. Das, was man im echten Leben ja manchmal auch auf der Straße sieht. Dann gibt es noch die Situation, das haben wir ja gerade nicht sehen können. Die zeige ich euch jetzt nochmal. Die Situation, dass sich ein Paar auf offener Straße trennt. Da seht ihr, dass anscheinend die beiden miteinander ein Problem haben. Er also mit ihr rumgeflirtet hat, aber sie im Endeffekt das gesehen hat. Also da wird Schluss gemacht auf offener Straße. Oh, das ist so eine Situation. Während sie sich aufregt, ihn vermöbelt, weil er sie wo anscheinend betrogen hat, läuft jetzt so ab. Sie verprügelt ihn permanent und die beiden knutschen permanent. Das ist, Und Vladilaus findet das auch noch lustig und amüsant. The crazy Wahnsinn mal wieder in meinem Spiel hier. Das war jetzt die Wir-machen-Schluss-miteinander-Situation, dass im Endeffekt die beiden sich trennen und das extrem eskaliert. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen viel. Also Fakt ist im Endeffekt, es gibt 11 Situationen, die ihr machen könnt. Und was ihr habt, ist halt dieser eigene Reiter, wo ihr alle diese Situationen aufgelegt habt. Ihr könnt sie, wie gesagt, erlauben, nicht erlauben, sowie Reaktionen darauf erlauben oder nicht erlauben. Und ihr seht, ihr habt unglaublich viele Situationen. Ihr habt auch die Situation, dass zum Beispiel auf offener Straße
ein Antrag stattfindet, was auch total schön sein kann, wenn ihr vielleicht gerade durch eure Stadt läuft und auf einmal habt ihr da ein Pärchen, was sich einen Antrag macht. Ja, und ihr könnt mit diesem Mod auch noch diese, im Endeffekt euren Ruhm erweitern, wenn ihr wollt, indem ihr halt gewisse Dinge macht und dadurch Punkte sammeln könnt. Das könnt ihr also auch noch oben drauf setzen und ihr könnt halt das auch ercheaten, dass die maximale Popularität freigeschaltet ist. Das sind alles Dinge, die ihr in diesem Mod machen könnt. So, ich habe euch natürlich jetzt nicht alle Situationen gezeigt, weil ich natürlich auch möchte, dass ihr diese Situation vielleicht auch noch selber entdeckt, euch anguckt, beobachtet, in eurem Spiel seht. Kommen jetzt ein bisschen mal zum Fazit. Ihr habt im Endeffekt 11 dramatische Situationen, die ihr auslösen könnt. Fakt ist, diese Situationen passieren nur euren NPCs, also den Leuten in eurer Welt, die da leben, euren gespielten Haushalten, werden solche Dramasituationen nicht passieren. Die passieren quasi nur in eurer Welt mit euren Townies, aber nicht mit euch. Ihr seid nur die Leute, die es halt sehen, eingreifen können, reagieren können darauf. Das ist das Einzige, was ihr wissen müsst. Kommen wir zum Pro. Die Animationen sind gut gemacht und die Reaktionen der Sims sind auch gut gemacht. Das ist auf jeden Fall spannend. Es sind auf jeden Fall Dramasituationen, die im echten Leben auch so passieren können. Was ich auch gut finde, ist, dass ihr selber entscheiden könnt, ob ihr darauf reagieren wollt oder nicht, ob ihr eingreifen wollt oder nicht. Was ich auch richtig klasse finde, ist, dass man diesen eigenen Reiter hat. Dass man also direkt alles in einem Blick hat. Ihr habt zum Beispiel hier auch Dirty Secrets Attempt. Also da könnt ihr zum Beispiel jemanden nach seinen tiefsten Geheimnissen fragen oder eine Freundschaft aufbauen oder halt auch Vertrauen zu dem anderen aufbauen. Also auch an sich, der Mod ist jetzt nicht schwer zu übersetzen. Also lange braucht ihr dafür nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie man Mods übersetzt, verlinke ich euch oben das Video auch nochmal. Genauso wie man Mods installiert. Komme zum Negativen, also zum Kontra. Keine fertige Übersetzung. Also die ich jetzt runtergeladen habe, hat irgendwie jetzt nicht direkt funktioniert. Also ihr müsst eigentlich im Endeffekt es selber übersetzen. Es wird halt auch keine Übersetzung auf der Internetseite angeboten, wo ihr den Mod kriegt. Und was einfach nur unfassbar nervig ist, und das ist der Grund, warum ich damals diesen Mod wieder rausgenommen habe. Permanent. Egal wo ihr seid, egal wo ihr geht und steht, passiert irgendeine dramatische Situation. Also eigentlich ist durchgehend irgendwas am Laufen, irgendwo in der Nachbarschaft. Und es ist einfach nur nervig. Also ihr habt es ja gerade gesehen am Park, dass ja immer irgendwas war. Also und auch mehrere Dramasituationen gleichzeitig. Und es ist einfach viel, viel, viel zu häufig, dass da sowas passiert. Und das ist halt etwas, was total an die Nerven reibt. Genauso wie, dass du ständig irgendwo ein Kind hast, was der Meinung ist, dich zu beleidigen. Also dieses Troublemaker-Problemmache-Kind, was dann auch in deinen Haushalt reinkommt. Also das läuft dann einfach in dein Haus und fängt an, dich zu beleidigen. Oder Bräute rennen durch dein Haus, wenn sie von ihrem Bräutigam wegrennen. Genauso, dass der Mod halt sehr aggressiv ist. Also es wird sich viel geohrfeigt, es wird sich viel verprügelt. Das sind so Sachen, die ich halt echt nicht in Ordnung finde, weil ich hinter sowas echt nicht stehe. Hinter Gewalt oder so. Also ich würde sowas nie in meinem Spiel auslösen. Nur wenn meine Sims von selber meinen, da Drama machen zu wollen. Aber ich finde halt, es ist ein sehr gewalttätiger Mod in mancher Hinsicht. Was ich auch absolut nicht in Ordnung finde. Das ist auch der Grund, warum ich damals diesen Mod rausgenommen habe. Also da würde ich mir wünschen, dass das noch ein bisschen besser getaktet wird. Dass das halt nicht permanent passiert. Wenn ihr aber natürlich irgendeine krasse Story erzählen wollt. Oder auch vielleicht mal für irgendwelche Szenen gewisse Situation darstellen wollt, rate ich euch, diesen Mod reinzunehmen, ihn zu verwenden und dann vielleicht wieder rauszunehmen. Und wer weiß, was da noch kommt. Also der Creator hat ja schon viele, viele Mods gemacht, wo viele ja auch wirklich, also ein paar von denen nutze ich ja auch wirklich durchgehend. Aber da muss ich einfach sagen, too much, too heftig,
zu viel, zu heftig. Und ja, wir warten einfach mal ab, was da noch so passiert. Das Schöne ist, man kann schon anhand der Überschrift sehen, ob das jetzt jemand von dem Mod ist. Ja, ich bin mal gespannt, ob ihr diesen Mod nutzt, ob ihr ihn mögt, ob ihr ihn schätzt, ob ihr vielleicht jetzt sogar eine kreative Idee habt, wofür ihr sagt, ja, oh, dafür möchte ich diesen Mod benutzen, der ist dafür perfekt. Lasst mir da gerne eure Gedanken da. Und übrigens würde ich mich auch wunderherrlich toll über ein Däumchen nach oben freuen und ein ganz, ganz kleines und kostenloses Abo. Dann verpasst ihr nämlich keines dieser wundervollen Videos und unterstützt damit meine Arbeit, die ich sehr, sehr, sehr gerne für euch mache und die mir sehr viel Freude bereitet. Vor allem von euch zu hören und euch auch in den Kommentaren zu lesen. Das macht mich sehr happy. Fühlt euch umärmelt, eure Rania. Ciao!